Enigmatis. Die Seelen von Maple Creek. Folge 29. Willkommen zurück. Ja, meine Freunde. In der letzten Folge haben wir das Bonuskapitel gestartet. Ich hoffe, ihr habt die Folge gesehen. In der hatte ich sehr viel Arbeit drin, weil ich auch die noch fehlenden Achievements gezeigt habe. Und wir haben ein bisschen Zeug gefunden. So eine Taste R, eine Taste E. Und Emily hat uns irgendwie einen Hinweis gegeben, wo sie zu finden ist, weil wir suchen die gerade. Das ist ja die Vorgeschichte zum Hauptspiel. Ich habe übrigens mal mir das angeschaut. Im Hauptspiel ist dieses Buch hier unten. Also die Unterkante des Buches ist hier. Das muss ein Bug sein. Ich habe bei anderen Videos von anderen auch mal nachgeschaut. Das sieht genauso aus wie bei mir. Warum man sowas nicht fixen kann, ist mir zwar ein Rätsel. Aber was soll ich machen? Auf jeden Fall spielen wir jetzt ein bisschen weiter. Damit wir das Bonuskapitel auch mal fertig bekommen. Ich glaube, hier ist erstmal nichts, behaupte ich jetzt mal. Wir müssen wahrscheinlich das Auto nehmen. Zumindest assoziiere ich das. Haben wir irgendwelche Aufgaben? Da muss ich jetzt gucken, wie ich das treffe. Bisschen blöd ist es ja schon. Ja, finde Emily, ist klar. Und das alte Landhaus. Ja, das ist ja in Zusammenhang. Wenn ich übrigens ein bisschen verschnupft klinge. Ich habe leider, wie immer, zu der Jahreszeit Heuschnupfen. Und ich war gerade so lange mit den Hunden draußen am Spielen und Machen. Über Stock und Stein. Ja, jetzt bin ich voller Pollen gefühlt. Also entschuldigt, wenn man das vielleicht ein bisschen hört. Ich glaube, wir müssen mit dem Auto zu diesem Dingsbums fahren. Aber sicher bin ich jetzt natürlich nicht. Er weiß nicht, wo er hinfahren soll. Hä? Wie? Moment. Aber ich soll doch hier hingehen. Das Gebäude, das alte. Ja, aber wie finde ich denn das? Ich sollte ein paar Einwohner fragen. Ach so. Jetzt dachte ich, ich könnte einfach hindackeln. Dann müssen wir nochmal zurückgehen. Vielleicht weiß er das ja. Oder ist man dem Pater? How can I help you, Detective? I'm looking for an abandoned cottage near Maple Creek. I know the place. Why don't I draw you a map? But first, can you get me a cup of coffee with milk and sugar from the vending machine, please? Hast du sonst noch einen Wunsch? Er weiß es nicht zufällig, oder? I'm busy. You want to talk? Talk to the preacher. Okay, haben wir ja schon gemacht. Der Prediger sagte, er erkenne das Gebäude und könne mir eine Karte zeichnen. Er verlangte nur eine Tasse Kaffee im Gegenzug. Klingt wie ein guter Deal. Ich habe genug Zeit, diesen alten Automaten wieder in Ordnung zu bringen. Tauscht Kaffee gegen Karte. Wenn ich gerade eine Pause drin hatte, ich musste leider die Tür kurz schließen. Aber das kennt ihr ja. Ist das auch eine Aufgabe? Eine offizielle? Nö. Der Automat funktioniert allerdings nicht, weil der Stecker nicht eingesteckt ist. Da kann man drücken, wie man will, und man kann auch keine, upsala, keine Münze einwerfen. Ja, aber wo soll ich denn jetzt einen Stecker herkriegen? Aber hier fehlt ja ein Stecker, damit die Maschine, aber ich kann da nicht einfach einstecken, ist ja kein Stecker da. Gibt's hier irgendwo ein Stromkabel? Ah, ich muss nochmal wimmeln. Na gut, okay. Das kann ich natürlich tun. Okay, wahrscheinlich kriegen wir dann das Stromkabel. Das könnte das hier sein als Belohnung. Okay, was haben wir? Zerknülltes Papier, Taschenrechner. Der ist hier. Taschenlampe. Taschenlampe. Da. Lufterfrischer, Stromkabel. Da sage ich doch, ist das das Stromkabel? Ne, das ist das normale Kabel. Es gab auch ein normales Kabel. Lufterfrischer, Stromkabel. Puderdose. Puderdose. Powder. Handfähiger Football. Ja, den hatten wir doch das letzte Mal angesprochen. Ist natürlich ein bisschen her. Pflaster. Stifte und eine Ente. Hatte ich da nicht gesagt, dass die bestimmt auch noch dran kommt? Okay. Sind das die Stifte? Nö. Zerknülltes Papier. Das da?
Stromkabel sehe ich jetzt aber erstmal keins da. Sieht aus wie von einem Monitor oder von einem PC. Puderdose Handfeger. Das ist der Handfeger. Die Powderdose. Ich denke mal das, aber das ist es ja nicht. Und noch Stifte halt, gell? Das sind ja Lollis, das sind ja keine Stifte. Das da? Nö. Puderdose und Stifte. Gute Frage. Hoffentlich ist das nicht wieder Lost in Translation. Weil ich sehe hier keine Stifte oder eine Puderdose. Komisch. Seht ihr da Stifte oder eine Puderdose? Vielleicht bin ich auch blind. Hä, da ist doch kein... Was? Ich will mir jetzt keine Tipps geben lassen. Das fange ich jetzt nicht schon wieder an. Aber was soll denn hier eine Puderdose oder Stifte sein? Das verstehe ich nicht. Kann ich irgendwas auf die Seite nehmen? Den Hut oder so? Nee. Das ist Kaffee. Hä? Ah, da. Ich wollte noch sagen, oh, das mit so einem Spiegel ist bestimmt von, wie Frauen das nutzen. Aber es war ein Doppelspiegel, da war das Puder nicht zu sehen. Jetzt sind es nur noch die Stifte. Ja. Stifte, vor allem Mehrzahl Stifte. Könnten das sein? Da ist Saatstift dabei. Nee, das ist einfach nur Senf. Gut versteckt auf jeden Fall. Zigaretten sind es nicht. Das, ich dachte, es ist das hier, aber das ist es nicht. Ah, da. Ich habe mal draufgeklickt, weil das so die Form eines Stiftes hatte. Ich dachte, das wäre ein Zirkel. Ja, jetzt haben wir natürlich das Stromkabel. Surprise. Ja, ist klar, was wir machen müssen. Ist jetzt nicht so kompliziert. Und Kaffee will er haben. War doch so, oder? Okay, da gibt es Eiscreme. Sagt sie auch. Erdbeersirup. Was heißt Sirup in dem Fall? Wird es so ein Slushy sein oder sowas? Obwohl, das gab es da noch nicht. Zucker? Wie Zucker? Also, Candy wahrscheinlich. Ein Bonbon. Und Erdbeeren. Aus einem Automat? Erdbeeren. Oder ist es einfach nur als Geschmacksrichtung quasi, also sprich Erdbeergeschmack mit Zucker, Sirup aufs Eis. Also ist es so vielleicht gemeint. Und hier Kakao. Eis zusammen mit Zitronensirup gibt es so einen Saft und so weiter. Da haben wir noch Schlagsahne, Honig, Vanillesirup, Tee, Zitronen, Karamell, Milch, großer Kaffee, kleiner Kaffee. Oh, was hat er jetzt gesagt, wollte er haben? Jetzt kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Kaffee ist schon klar, aber wollte er Milch und Zucker dazu? Habe ich jetzt nicht aufgepasst. Tasse Kaffee, aber... Boah, jetzt weiß ich nicht mehr. Soll ich sie schwarz machen erstmal? Einfach ein großer Kaffee? Jetzt machen wir mal die Münze rein. Kann mir nicht vorstellen, dass man da was kaputt machen kann. Ich habe eh nur eine. Der Priester möchte einen Kaffee mit Milch und Zucker. Aha, Anleitung. Wenn mit Hilfe der Knöpfe die richtigen Zutaten... Die Reihen sind verbunden. Eine zu verschieben, verschiebt auch die anliegende Reihe. Oho. War es ein großer oder ein kleiner Kaffee? Ah, so läuft das ab. Mit Milch und Zucker, also... Zucker ist hier. Das passt ja schon mal. Da unten muss ich eigentlich auf nix gehen, richtig? Und wo ist die Milch? Da. Ist aber auch nicht so einfach. Ist da überhaupt ein System zu sehen? Ah, jetzt habe ich es fast. Es ist also, das ist schon mal Milch und Zucker, aber ich habe keinen Kaffee. Achso, das kann man dann zuschauen. Aber das ist ja ganz falsch hier. Da unten, das muss ja irgendwie... Das müsste man sich merken, wie das dann verschoben wird. Gar nicht so ohne. Oder ich probiere einfach ein bisschen rum. Ja, das ist doof schon mal. Das kann ich nicht machen. Ich muss das unterste irgendwie anders verschieben. Moment, dann in die andere Richtung. So. Wenn ich jetzt das... Ja, das ist natürlich jetzt doof. Das ist genau die falsche Richtung. Wobei... Ach man, jetzt ist es Tee mit Zucker und Milch. Das ist aber kein Engländer.
Vor allem großer oder kleiner Kaffee? Woher soll Ei das wissen? Ja, toll. Nee, ist auch doof. Ja, ist aber irgendwie gar nicht drin, irgendwie. Das ist irgendwie gar nicht drin. Also unten stimmt schon mal, da würde ich gar nichts verändern mehr. Wobei stimmen ist natürlich... Muss ich einmal richtig hier durchlaufen lassen? Ja, ist jetzt auch doof. Ach man. Ist die falsche Richtung. Also das ist gar nicht so ohne. Ich weiß gar nicht, ob ich das so auf Anhieb packe. Ja, Moment, also wenn ich da mal Kaffee... Mann. Ich würde sagen, Kaffee lasse und dann so vielleicht. Das ist jetzt auch doof. Ja, jetzt kommt mir der Sache aber näher. Jetzt habe ich nur da unten das Problem. Ups. Ah, ich hab's fertig. Oh, oh ja, okay. Jetzt habe ich eigentlich nur... Naja, also gut. War wohl ein kleiner Kaffee. Ich hab's wohl richtig gemacht. Ja, ist mir auch recht. Ich habe schon Angst gehabt. Aber hat geklappt. Tasse Kaffee. Jetzt bringe ich diesem Schwein mal noch einen Kaffee. Unerhört. Aber hilft ja nichts. Na gut. Kann ich ihn anbabbeln nochmal? I'm working on the map for you. How's that cup of coffee with milk and sugar coming along? Ja, wollte ich vorher nämlich noch hören. Na gut, gib mir ihm den Kaffee. Thanks for the coffee, Detective. And here's your map. Beware, though. The cottage is more dangerous than quaint these days. Hatte ich Zeit, an meinem eigenen Kaffee zu nippen. Das ist die Karte. Oh. Durch die Stadt und dann bei der Farm gen Norden. Ja, aber jetzt darf ich doch Auto fahren, oder? Er trägt was ein. Schauen wir gleich danach, was er hier eingetragen hat. Hier ist die Karte, wie versprochen. Anscheinend ist das alte Landhaus im Wald nördlich der Farm. Bei der Farm waren wir auch schon. Also nicht wir, aber ja. Der Detective. Ich muss die Abzweigung dorthin wohl verpasst haben. Der Einzige, der mir verdächtig vorkommt, ist genau der, der mir schließlich geholfen hat. Seltsam. Ja, naja. Ja, aber da können wir jetzt doch hoffentlich hinfahren, oder? Habe ich das als Aufgabe? Ja, indirekt halt. Fahre zum Häuschen. Häuschen fein. Those Animations. Muss ich das jetzt spielen? Ne, ich dachte schon. Ist ja auch gut, oder? Das ist nicht schlecht. So spart man Geld. Okay, neues Ziel. Du suchst das Landhausziel erreicht. Das alte Landhaus. Sieht cool aus. Gefällt mir. Das hat ja was von Resident Evil. Oder? Also daran hat es mich jetzt gerade erinnert. Oh. Der Suche nach Emily. Ich stehe vor dem Haus. Es scheint seit vielen Jahren verlassen zu sein. Von Emily fehlt jedoch jede Spur. Hat sie einen Weg hineingefunden? Die Bretter vor der Eingangstür sollte keine große Hürde sein. Ach so. Ich dachte, es sollten kein Hindernis sein. Aber okay. Da hätten jetzt so Leute Spaß, die gerne alte Häuser durchsuchen. Kann man sagen. Da gibt es ja auch jede Menge. Und auch welche, die meinen Kanal supporten. Grüße gehen einfach mal raus an Yerbex Sniper Hunter. Na gut. Die Fenster sind mit einer harten Schmutzschicht überzogen. Und der Rahmen ist zu stabil. Aha. Okay. Der Dachboden und das Obergeschoss müssen komplett verwüstet sein. Wie kommst du da drauf? Kann man sich an Luki Luki? Was ist das? Etwas hängt vom Fenster. Ich benötige etwas Langes, um heranzukommen. Ist ja wie im Hauptspiel. Okay. Kann man hier noch was anschauen? Nee, ist immer noch der Dachboden. Hier ist die Tür. Die Tür ist zugenagelt. Nicht, dass mich das je aufgehalten hätte. Ja gut, aber du hast ja nichts. Für die Nägel brauche ich ein Werkzeug. Ja eben. Jetzt muss ich hier bestimmt wimmeln, damit ich eine Zange oder so bekomme. Oder so einen Hammer mit so einem Hebel dran. Glaube ich. Das können wir in dieser Folge noch probieren, ob wir das zusammenkriegen. Oh, ist das eine Katze oder ist das so ein Dachs oder sowas? Oder vielleicht so ein Marder?
Vorhängeschloss, Kopfbedeckung, Weidenkorb. Ist doch Weidenkorb. Huch, was habe ich jetzt weggemacht? Eine Harke. Das nimmt er nicht als Weidenkorb. Warum? Ist doch ein Korb. Obwohl, ist mehr eine Flasche, gell? Schaufelketten. Was? Reisig. Ich habe riesig eigentlich lesen wollen. Reisig. Besen? Nein. Zange, Gabel. Ja, Zange war klar, dass wir die jetzt bekommen. Gar nicht so einfach. Sattel, Sense und Nest. Ja gut, Sense ist da. Sattel ist hier. Nest ist natürlich jetzt auch eine gute Frage. Ist aber auch ganz schön. Aber naja, gut. Das war der Reisig. Ich dachte, das wäre das Nest. Das ist das Nest vermutlich. Jetzt haben wir noch Schaufel, Ketten. Na, die Ketten müssten wir doch aber auch sehen, oder? Ja, da. Im Gruselfilm. Und auch Schaufel muss doch zu sehen sein. Genau, wenn man sich drauf konzentriert, geht das schon. Ne, Gabel, das ist wohl das damit gemeint. Das kann man also aber auch missverstehen. Jetzt haben wir noch eine Zange und einen Weidenkorb. Ist das ein Hirschkäfer oder Borkenkäfer oder was ist das hier? Das sieht ja fast aus wie ein Skorpion. Aber so ein Weidenkorb ist doch eigentlich da, wollte ich gerade sagen. Und jetzt noch die Zange, das ist ja das Hauptproblem, möchte ich fast sagen. Ich dachte, ist das hier, aber das ist es nicht. Zange. Da. Ja, das ging fix. Das ging fix. Aber das ist auch mehr eine Zwicke, oder? Da könnte man die Nägel abknipsen damit und nicht unbedingt gerade ziehen. Wobei, es geht schon. Darf man nur nicht so stark zudrücken. Ja, dann versuchen wir das mal. Oder was meint ihr? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Dass wir das zwickzwacken. Mit der Zange. Genau. Das ist schon mal weg. Ist ja ein Frühlingstag, so wie bei mir. Jetzt bin ich gespannt, was das gibt, wenn es fertig ist. Oha. Seid ihr glücklich dran, dass die Folge noch nicht aus ist? Alles klar. Alles eingestürzt hier. Das obere Stockwerk ist eingestürzt. Ja, das sehe ich. Das sehe ich. Hier ist eine Door und hier ist eine Door. Was ist das? What's that? Ein Messer. Okay. Sieht aus wie ein Tafelmesser, oder wie man sagen möchte. Hier ist noch eine Zeitung, der Alte. Was soll man das jetzt... Für was brauche ich denn die? Merkwürdig. Hier ist noch... Ah, ist noch ein drittes Zimmer, sehe ich gerade. Das Speisezimmer. Was ist das hier? Achso, das gehört da dazu. Verschlossen. Okay, was auch immer das für ein Zimmer sein mag. Dann gibt es das Speisezimmer und das Wohnzimmer. Boah, jetzt weiß ich gar nicht, wo man zuerst reingehen soll. Ich hätte gesagt, erstmal ins Wohnzimmer, oder was meint ihr? Ja. Ich kann nichts sehen, vielleicht sollte ich den Kamin anzünden. Ja, womit denn? What's that? Der Prediger war so nett, mich hierher zu führen. Dieser Ort ist so romantisch. Die Geschichte wird zwischen den Spinnweben und dem Staub förmlich lebendig. Ich werde diesen Ort in den kommenden Tagen gründlich untersuchen. Eben die Handschrift, sie war hier. Oh oh. Ich brauche Papier zum Entzünden. Ja gut, das ist klar, was wir tun müssen. Nur, womit entzünde ich? Papier verbrennt zu schnell. Ich brauche etwas Substanzielleres. Mein Gott. Bricht mir sicher die Zunge. Was ist da jetzt eingetragen worden? Wenn ich fragen darf. Habe ich das schon? Ah ja. Oder? Glaub schon. Ach, das mit der Hürde haben wir auch schon gelesen, gell? Ach so, jetzt, hier geht's eigentlich weiter, genau. Es ist Emilys Handschrift, sie ist hier gewesen und hat diesen Ort scheinbar mit Hilfe des Predigers gefunden. Ein Zufall. Und hier ist nochmal der Zettel, den hatten wir ja schon gelesen. Das gefällt mir nicht. Das ist nicht gut. Wo ist es da? Durchsuche das Landhaus. Aber ich habe jetzt keine Ahnung. Ist es nicht so, dass ich ein Streichholz hätte oder so? Not really. Nee. Sieht nicht so aus. Was ist das? Achso, das ist immer noch dasselbe. Da ist nichts drin, oder? Was soll das überhaupt? Naja, meine Freunde, aber ich sehe, die Folge ist jetzt wirklich vorbei. Es kommen noch weitere Folgen in dieser Session. In dem Fall morgen für euch. Und ja, schreibt mal in die Kommentare, wie es euch gefällt. Macht es euch Spaß? Was findet ihr am coolsten? Ja. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Und bis dahin, tschüss.